Willkommen zurück zu Inside. Und wir befinden uns jetzt wirklich Inside. Inside eines riesengroßen Bibabu-Ballons aus, einem Haufen von Menschen. Zumindest, sind wahrscheinlich noch nicht mal Menschen. Das sind auf jeden Fall Gebilde, die Form eines Menschen haben, und es ist ein riesengroßer Klumpen, und wie wir da reinkommen, keine Ahnung, und warum wir drin sind, auch keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt erstmal diese Loren mit. Ich hoffe ja inständig, dass das Ganze am Ende wirklich einen Sinn ergibt. Zumindest in kleinster Weise. Nicht in kleinster Weise, in kleinster Weise. So, jetzt kommen wir hier dran. Wir können uns festhalten. Okay, wir müssen schwingen. Noch einmal, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Hoppla. Den Wagen ganz an die Wand schieben. Wieso helfen die uns? Ich hätte gedacht, wir sind jetzt so das personifizierte Übel. Wobei, personifiziert ist es ja noch nicht mal. Auf jeden Fall das Übel, was über die Menschheit kreucht. Und dass sie sich jetzt zumindest versuchen würden, ihn in irgendeiner Weise in letzter Mühe noch selber zu retten. Aber irgendwie haben die da keinen Bock drauf. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt dieses Ding hier aufheben. Das kriegen wir mit Sicherheit nicht da oben hingepfeffert. Nein. Müssen wir jetzt den zuwerfen? Juhu! Oh, schnell. Oder auch nicht. Okay. Hier nochmal fangen. Für euch. Einmal aufziehen, bitte. Das sollte passen. So gerade. Was ist hier los? Da stehen ganz viele Personen hinter uns. Nähern wir uns dem Ende? Wir werden geködert. Jo. Ich hab's mir gedacht. Und weggesperrt. Ah. Können wir hier links auch was an der Wand reißen? Jo. Das ist aber kein Ausgang. Ach so. Okay, wir hätten einfach am Gitter ziehen können. Da gibt's nichts in der Ecke. An dem Gitter können wir auch nicht zupfen. Das kann eigentlich... Eigentlich können das keine Sonnenstrahlen sein, oder? Wir sind doch tierisch weit unter der Erde. Zumindest müssen wir uns da eigentlich befinden. Wobei, was ist hier noch normal? Wir wabern ja gerade schließlich als riesengroßer Extremitätenball durchs Wasser.
Und zwischendurch war das Wasser sogar noch über uns. Mein Gott, wer hat denn diese Sounds aufgenommen? Das muss ja wahrscheinlich auch tierisch Bock machen. Im Studio diese Geräusche aufzunehmen. Aber ja, wir befinden uns immer noch unter der Erde. Vorsicht, Pylon. Nochmal rollen. Vollgas. Hey. Autsch, Autsch. Au. Okay, wir sind frei. Oder so. Ich kann gerade nichts machen. Bitte lass das noch nicht das Ende sein. Sieht fast so aus. Jo. Created and directed by Arndt Jensen. Jensen? Ich glaube, die kommen aus Dänemark, ne? Die Playdate Studios. Søs Gunver Ryberg und Andreas Frostholm Röbö. Ja, das war's. Schade. Schade, dass es so kurz war. Schade, dass es, naja, vielleicht auch im positiven Sinne gesehen, kann man ja sagen, es lässt viel Spielraum für Interpretation. Was hatte das mit dem kleinen Jungen auf sich? Wovor ist er zu Beginn geflohen? Es sahen auf jeden Fall, die sahen zumindest aus wie Menschen. War der Junge auch ein Mensch? War er Teil des Experiments? Ist es ein menschliches, von Menschen gestartetes Experiment gewesen? Sind wir überhaupt noch auf der Erde? Ja. Viel, viel Raum, um zu spekulieren. Special thanks, our playtesters, families, children, friends und noch was. So. Kommt noch was? Nein, es wird ausgeblendet. Okay. Playdates Inside. Ist vorbei. Oder startet das gerade einfach neu? Jo, Tatsache. Sitzen. Zweiter Walkthrough? New Game Plus oder was? Vermutlich nicht. Ich denke mal, dafür ist es ein zu kleines Projekt und zu indie gewesen. Und im Endeffekt weiß ich auch nicht genau, ob es da einen Wiederspielwert hätte. Gehen wir mal kurz ein paar Schritte. Nee, das sieht sehr ähnlich aus. Hm.
Da waren jetzt auf jeden Fall ganz normale Menschen, gekleidete Menschen drin, die jetzt nicht so aussahen, als hätten die irgendwas mit dem Experiment zu tun. Wow, ich begebe mich einfach mal ins Internet und werde mich darüber schlau machen, was denn andere Leute zu dem Ablauf des Spiels sagen, was die da hineininterpretieren und ob es Sinn macht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's mit Inside. Mal schauen, was es als nächstes gibt. Ich finde schon was. Und in diesem Sinne, over and out. Macht's gut und tschüssi!